Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Verpackungstechnik. Die hat jetzt eine kleine 2 bekommen. Der eine oder andere von Ihnen hat vielleicht schon mal die Vorlesung Verpackungstechnik 1 gehört. Wir konzentrieren uns innerhalb dieser Vorlesung so ein kleines bisschen auf den Bereich Exportverpackung. Ist extrem wichtig jedes Mal, wenn wir jetzt auch im Rahmen meiner Tätigkeit mit Firmen Kontakt haben, ist immer der Bereich Export von Verpackung. Ein Riesenthema und da braucht man einiges an Spezialwissen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen einiges dazu mit auf den Weg geben kann. Ja, wir schreiben immer noch das Jahr 2021, Corona ist immer noch da. Und ja, daher haben Sie aber jetzt die Möglichkeit, dass ich Ihnen die Sachen jetzt auch per Video nochmal zeige und wir uns regelmäßig dann in den Vorlesungen verabreden und die Themen vielleicht noch ein bisschen vertiefen können. Also, der erste Block, den ich mit Ihnen so sprechen müsse oder besprechen möchte, ist so das Thema temporärer Korrosionsschutz und warum, wieso und weshalb dieses Thema so besonders für mich wichtig ist und in welchem Kontext ich das Ganze sehe, möchte ich Ihnen jetzt gleich ein bisschen erklären. Ja, kurz zu mir, wer bin ich? Vielleicht kennt der ein oder andere mich schon aus einer vorangegangenen Vorlesung, vielleicht aber noch nicht. Ich bin kein Original-Hamburger. Ich komme aus dem, ja, aus der Eifel. Bin Chemietechnik in Dortmund studiert, bin sozusagen auch ein Verfahrensingenieur und habe Spezialgewissen auf dem Gebiet der Korrosion erlangen können. Und wir reden hier, darum ist hier mal so eine rostige Karosserie, die man hier so hat. Wir reden hier, also dann ist das schon schwerer Korrosionsschutz. Und ja, da kenne ich mich besonders gut aus. Hab dann berufliche Erfahrungen machen dürfen als im Institut für Materialprüfung beim TÜV Rheinland und habe dort als Schadensanalytiker gearbeitet. Das heißt, ich durfte immer aus den Fehlern der anderen mitlernen. Und das ist immer ganz spannend, wenn man nicht selbst in der Verantwortung ist, sondern die anderen dürfen die Fehler machen. Und hinterher lernt man halt natürlich auch selber unheimlich viel dazu. Und ich darf Ihnen aus diesen Erfahrungen so ein kleines bisschen was mitgeben. Ja, kurz zum Lebensweg. Ich habe eine Prokura auch damals bekommen, bin dann aber nach knapp 10 Jahren in den Norden gezogen, von Köln weg in den Hamburger Raum und bin jetzt natürlich, habe ich meinen Job als Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, aber ich bin auch Leiter des Instituts für Verpackungsprüfung des BFSV und das ist so ein kleines bisschen das, was immer hier auch unsere Logos dann ja, begleitet. Gut. Wenn ich mit Ihnen dieses Thema temporärer Korrosionsschutz angehen möchte, dann hat das auch einen aktuellen Anlass. Wir haben halt momentan auch die eine oder andere Firma, die halt in diesem Bereich Fragen haben und ich stelle immer wieder fest, dass doch wirklich, wirklich Aufklärungsbedarf noch besteht. Und wenn ich Ihnen so ein Thema näher bringen möchte, dann habe ich mir eine kleine Agenda dazu überlegt. Wir werden ein bisschen uns etwas über die TUL-Belastung unterhalten. Was das ist, erfahren Sie gleich. Dann werde ich Ihnen verschiedene temporäre Korrosionsschutzmaßnahmen vorstellen. Die Überzugsmethode, die Trockenmittelmethode, die VCI-Methode, Volatile Corrosion Inhibitor und ja, abgekürzt VCI. Wir erzählen ein bisschen was über die Fängermethode. Wir werden über die Wirksamkeit der Methoden noch ein kleines bisschen nachdenken. Ja, und wenn Sie Fragen haben, klar, dann können wir die immer zu den aktuellen Vorlesungsstunden dann auch nochmal bisschen besprechen. Hier fehlt ein ganz kleiner Teil. Das heißt, hier in diesem Teil unter der TUL-Belastung erzähle ich noch mal ein bisschen was Allgemeines zum Thema Korrosion. Das können Sie sich dann sparen, wenn Sie das schon mal gehört haben oder aber direkt sich das noch mal antun. Gut, steigen wir mal ganz kurz ein. Jetzt haben Sie schon diesen Begriff, die TUL-Belastung gehört. Was ist die TUL-Belastung? TUL-Belastung steht für Transport, Umschlag und Lagerbelastung. Ja, das soll jetzt mal eine Schachtel sein. Eine Schachtel, das kann eine Schachtel sein, es kann auch eine Kiste sein oder ein Packstück. Und diese Schachtel sieht eine gewisse statische Belastung. Eine statische Belastung heißt ganz einfach, dass im Hintergrund fährt gerade ein Müllfahrzeug vorbei. Ich glaube, hoffe, dass man es nicht hören kann, aber ich höre es gerade im Hintergrund. Die Gina Schmacker, die im Hintergrund sitzt, ganz fleißig mit dem Kopfhörer. Und genau, hier gerade nachher den Schnitt vollzieht, die wird das nachher irgendwie versuchen, mal rauszufiltern. Die statischen Belastungen an Packstück, das sind die Belastungen, die dadurch entstehen, dass ich Produkte übereinander staple. Und das kennt jeder wahrscheinlich mal, der so einen Flieger gesehen hat.
Und im Flugzeug, da werden ja auch die Packstücke übereinander gelegt. Und das kann schon mal passieren, dass das eine oder andere sich dann entsprechend zusammengedrückt wird. Gut. Also, statische Belastungen auf dem Packstück sind klar. Und stellen Sie sich einfach vor, Sie haben ein Display, ein großes Farbdisplay, und da packen Sie jetzt ein Gewicht oben drauf und das Display liegt flach, warum auch immer, und da kommen andere Displays drauf, dann kann es natürlich zu einer Biegebeanspruchung kommen und das kann zu einem Versagen führen. Also eine Verpackung sollte zum Beispiel ein Produkt vor den statischen Belastungen drücken, das ist immer ganz, ganz wichtig. Natürlich, wenn man über statische Belastung spricht, muss man auch über dynamische Belastung sprechen. Was sind denn dynamische Belastungen? Ich finde immer ein ganz schönes Beispiel, wenn man jetzt in Urlaub mal fliegen möchte, Corona ist vorbei, Sie setzen sich in den Flieger und dann warten Sie eines Tages an Ihrem Gepäckband. Jeder kennt dieses Drama, man ist schon lange ausgecheckt und die Kofferbänder sind noch nicht angelaufen oder laufen an, es kommt noch kein Gepäck. Und dann kommen die ersten Gepäcke an und dann kommt der Urlaubskoffer und man sieht, wie die von dem Kofferband runter auf dieses umlaufende Band eben stoßen und auf den Ecken gestoßen werden. Man weiß, das ist eine stoßartige Belastung, ist so ein kleiner Schock, den so ein Koffer erfährt. Und so Schocks gibt es nicht nur bei diesen Packstücken, bei diesen Urlaubskoffern, sondern es gibt natürlich auch einen Rangierstoß. Wenn ich die Deutsche Bahn mir anschaue oder andere Verkehrsträger, Zug, dann, wenn die Züge miteinander rangieren, dann kann es zu Schocks kommen. Ja, Schwingungen ist auch ganz klar. Jeder, der mal im Schiff war und weiß, wenn man so einen Wellenberg und ein Wellental durchfährt, dann merkt man, wie man durch dieses Rollen und Stampfen, wie es da eben zu Schwingungen auch kommen kann. Und über Stöße haben wir gesprochen, Rangierstoß, wir haben uns das Beispiel am Koffer angeschaut, Schwingungen können auch entstehen im LKW, wenn ich über eine Straße fahre mit tiefen Schlaglöchern oder auch weniger guten Straßenbelag, das muss jetzt kein Schlagloch sein, dann entstehen natürlich Schwingungen auf dem Wagen, genauso wie der Verkehrsträger, Schiff auch, Rollen, Stampfen haben wir besprochen und Schocks, darüber haben wir auch gesprochen. Schocks und Stöße unterscheiden sich dann immer hinsichtlich der Beschleunigung und auch des zeitlichen Impulses. Also da kann man noch einen riesen Fass aufmachen. Wichtig ist eigentlich nur, diese Verpackung, diese Exportverpackung hat hier in dem Fall eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die soll insbesondere das Produkt schützen vor statischen Belastungen, vor dynamischen Belastungen. Biotische Belastung ist natürlich auch ein Riesenthema. Stellen Sie sich vor, was sind biotische Belastungen? Im einfachsten Falle ist das etwas, was Sie kennen, wenn Sie Lebensmittel zu lange unter hohen Feuchtigkeiten irgendwo liegen lassen, dann kriegt es Schimmel. Ja? Und Schimmel möchte keiner haben und insbesondere Schimmel bei Produkten ist ganz, ganz schlecht. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben einen Sie kaufen Textilien in Asien ein oder wo auch immer auf dieser Welt und die werden bei einer hohen Feuchtigkeit eingepackt und dann kommen die hier in Deutschland an. Was dann passieren kann, ist natürlich, dass die Produkte dann schwarz sind. Sie riechen auch schon so ein bisschen müffig, die müssen dann wieder ausgepackt werden. Und das ist natürlich, sind Riesenkosten mit verbunden. Also ein Riesenthema, biotische Belastung. Verpackungen, Verpackungssysteme müssen halt eben auch vor diesen biotischen Belastungen schützen. Schimmel haben wir schon gesprochen und vielleicht denkt der eine oder andere, wenn er sich nochmal Schuhe kauft und er findet so kleine Trockenmittelbeutel drin, warum man denn die Trockenmittelbeutel reinbaut? Klar, aus einem Grund, man möchte die Feuchtigkeit eben reduzieren. Also auch hier finden wir das Thema biotische Belastung. Verpackung soll vor diesen biotischen Belastungen auch schützen. Das muss nicht nur Schimmel sein, das können auch tatsächlich Tiere sein, der Mehlkäfer, es gab auch mal einen Kakaokäfer und Sie erinnern sich an, vielleicht erinnert der eine oder andere sich noch an die Milka-Tafel-Schokolade, die gab es früher mit einem Aluminiumwickler und so kenne ich es zum Beispiel noch, heute sind die glaube ich vom Markt verschwunden und dieser Aluminiumwickler wurde genommen, damit eben halt auch keine Käfer da reinkommen und sich da eben an der Schokolade gütig tun. Heute hat man das Ganze dann eben ganz anders gelöst, weil diese Aluminiumfolie ist halt teuer. 3 Cent würde ich mal so schätzen, 1 bis 3 Cent je nach Stückzahl und Produktionszahl. Das ist schon ein bisschen Geld, was man da irgendwie einsparen kann. Rittersport hat das sehr gut verstanden, waren so die ersten, da war Milka, hatte noch lange diesen Aluminiumwickler. Und
Ja, da hat Rittersport schon drauf verzichtet. Ich will aber keine Werbung hier für Schokolade machen. Wir stellen auf einmal fest, wenn wir gerade über Exportverpackung sprechen wollen und wir reden über den Schutz der Verpackung, dann haben Sie jetzt festgestellt, naja, unter dem Schutz, wovor schützen? Statische Belastung, dynamische Belastung, biotische Belastung, das kommt leider in diesen TOL-Belastungen gar nicht richtig deutlich hervor. Und natürlich auch den klimatischen Belastungen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, insbesondere beim Thema Korrosion. Klimatische Belastung heißt, wir haben entsprechend, das könnte natürlich Temperatur sein, das kann Wassereintrag sein, kann sogar Strahlung sein. Und wenn wir über Temperatur sprechen, Wasserdruck, Strahlung, dann muss man auch das Thema Korrosion dann eben erwähnen. Und das ist ein ganz großes Thema. Sollten Sie also eine Verpackung entwickeln, müssen Sie sich immer fragen, wie hoch ist der Stapeldruck? Welche Strecke muss gefahren werden? Also, wie hoch sieht die dynamische Belastung aus? Den Stapeldruck muss man wissen. Brauche ich eventuell einen Korrosionsschutz oder muss ich mich auch mit anderen Dingen beschäftigen? Hier geht gerade so ein Fenster auf, das schließen wir mal wieder. Also, ganz, ganz wichtig, das ist echt immer die gleiche und die Masterfrage. Ja? Sie müssen eine Verpackung entwickeln oder Sie haben ein Produkt, was von Deutschland nach Asien geht. Dann müssen Sie immer hier fragen, wie sieht es denn aus? Was für ein LKW setze ich ein? Welche Strecke fahre ich? Wie sind die klimatischen Belastungen, biotischen Belastungen? Und dann kann man anfangen, wenn man dieses Anforderungsprofil hat, sich Gedanken über eine Verpackung zu machen. Gut, ich würde an dieser Stelle einen kleinen Schnitt machen und fangen gleich an und reden so ein bisschen über statische Belastung. So als kurzen Warm-up. Ich finde, es macht einfach Sinn, so kleine Tutorials besser einzuteilen, damit Sie sich dann auch vor- oder zurückspringen können, wenn Sie bestimmte Inhalte suchen. Also, kurze Pause, ich trinke einen Schluck Kaffee und dann geht's gleich weiter.